Comicfilme haben teilweise beim Publikum keinen allzu leichten Start, aber die letzten Marvel-Verfilmungen, beginnend mit Iron Man, über Captain America, Thor und der unglaubliche Hulk, haben doch irgendwie ein Publikum für sich gefunden. Vor allem, weil man schon seit langem wusste, dass diese Filme alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Nämlich die Charaktere in The Avengers gemeinsam auftreten zu lassen. Und während die Filme Backstory über Backstory geboten haben, schafft es The Avengers zwar immer noch, die Charaktere großartig weiterzuentwickeln, aber vor allem den abschließenden Kampf, die Materialschlacht zu liefern, die man sich ansatzweise herbeigesehnt hat. Regisseur und Autor Joss Whedon macht eine großartige Arbeit dahingehend, dass er die Charaktere zu kennen scheint, dass er die Schauspieler zu kennen scheint und dass er wirklich das Maximum aus jedem Charakter, aus jeder Szene und aus jeder sich nur irgendwie bietenden Möglichkeit holen kann. The Avengers ist einfach ein Actionfest, es ist eine Effektorgie, es ist ein wahnsinnig visuell beeindruckender Film und jeder, der Comicfilme, Actionfilme und Effektfilme sehen will, der darf sich das einfach nicht entgehen lassen.